Ich fange mal gleich an. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Mein Kopf ganz schwer und leer. Die passende Idee nicht kommen will, so sitze ich da, kitzle meinen Block voll, träume vor mich hin und suche in meinem Gehirn nach einer Idee. Doch nichts will kommen, keine gute Idee, kein Geistesblitz. Starre vor mich hin und warte, warte, warte. Wir haben immer öfters Denkblockaden und erzwingen uns Ideen. Ideen, die gar nicht existieren können, weil unser Gehirn schon so zugemüllt ist mit Stress, Terminen und Grauheit. Grauheit, die uns umgibt und einschließt wie eine kilometerhohe Mauer, wo es keinen Ausgang oder Fluchtweg gibt. Keine Farben, keine Freude, rein gar nichts. Grau, grau, grau. Wir verbringen den ganzen Tag in grauen, leblosen Bauklötzen und in unserer Freizeit gibt es nur ein rechteckiges Ding, was wir Fernseher nennen. Kreativität und Fantasie zählt nicht, wir sind wie Roboter, die auf bestimmte Dinge programmiert sind. Essen, arbeiten, Fernsehen und vielleicht auch noch aufs Klo gehen. Gerade, dass wir noch so halbwegs wissen, was Gefühle sind. Und dann beschweren wir uns über Burnout und dass wir nicht mehr können. Aber wir müssen uns aus der Hülle des Roboters, aus der grauen Mauer befreien und unserer Fantasie freien Lauf lassen. Wir müssen unsere Träume leben und das Gefühl von Freiheit endlich spüren. Denn Ideen können nur dann kommen, wenn du nicht angestrengt nachdenkst, sondern in deinem Gedankenfluss freien Lauf lässt. Und wer weiß, was deine Ideen eines Tages bezwecken können. Danke.